Das Haus an sich wurde ja 1994 neu gebaut auf der grünen Wiese. Die Gärtnerei gibt es schon viel länger, sie ist schon viel länger da. Und meine Entwicklung war eigentlich so, man kann schon sagen, reingewachsen in den Familienbetrieb und habe dann aber die Lehre woanders gemacht. Koch als Grundberuf, 3 Jahre ist der ja. Und bin dann auf Wanderschaft gegangen, war so 5, 6, 7 Jahre unterwegs. In Berlin in großen Häusern, auch an der Ostsee mal als Station. 2012 wurde mir dann das Hotel komplett überschrieben. Wir sind ein kleines Familienhotel. Wir haben 3 Sterne Superieur als Kategorie und haben 2 Kategorien von Zimmern. Einmal im Haupthaus die Klassikzimmer als Einzel- oder auch doppelt belegt möglich. Und im Neubau haben wir unsere Komfortzimmer, die halt ein bisschen auf den Geschäftsreisenden abgestimmt sind. Großen Schreibtisch, großen Fernseher und halt auch, dass die klimatisierbar sind. Also wir sprechen einmal den Businesskunden, der geschäftlich in und um Berlin zu tun hat, in der Woche an. Und am Wochenende feiern Geburtstage, Hochzeiten, den Gast, der halt aus der Region ist und schön essen will. Wir haben noch einen extra kleinen Tagungsraum, wo man auch kleine Meetings mit bis zu 10 Personen machen kann. Oder unseren Wintergarten mit bis zu 20 Personen oder den Tagungsraum mit bis zu 40 Personen. Somit hat man noch viele Möglichkeiten, auch kleine Schulungen anzubieten, also kleine Tagungen, Meetings oder ähnliche Sachen, aber auch Familienfeiern. Ich glaube, das Besondere an unserer Küche ist einfach, dass wir sehr viele Produkte selber anbauen und dafür eine sehr kurze Wegeküche haben. Die Idee ist schon immer da, dass wir Produkte so regional wie möglich beziehen. Das war schon 1994 so, als das Haus eröffnet wurde, dass wir versucht haben zu gucken, was gibt es in der Region. Und das dann bestmöglich auf den Tisch zu bringen. Wir versuchen natürlich auch immer diese klassische Brandenburger Küche zu interpretieren. Und wir haben jetzt das Rehragout genommen, Preiselbeer, Rotkohl und Kartoffelkloß und dem wie einen Hamburger zusammengebaut. Und so ist es der Brandenburger.